Hallo liebe IHOG-Freunde, herzlich willkommen. Hallöchen. Bei uns, unsere Augen sind ein bisschen klein, weil die Sonne... Die Sonne strahlt ein bisschen. Wir haben ganz viele Anfragen von euch gehabt bezüglich, zeigt doch mal die Unterschiede vom... Phoenix und Elite X 2.0. Genau, dann nehmen wir euch gerne mal mit, zeigen euch so zwei, drei Sachen, filmen natürlich wieder alles in einem durch, damit ihr einfach ein Feeling habt und viele von euch wollten auch die Geräte einmal nebeneinander stehen sehen. Ja. Schaut mal, wir drehen das hier gleich einmal und dann könnt ihr das Ding nämlich einmal sehen. Wir sind nämlich beide. So. Schaut mal her, hier haben wir einmal den Elite X 2.0, diesmal hier in der Carbon Edition. Ja, ihr seht beide Fahrzeuge nebeneinander stehen. Klar, was sagst du, der Elite X 2.0 noch mal ein bisschen wuchtiger im Aussehen, halt eben noch mal größer im Aussehen, ne, ist halt eben noch mal um einiges robuster, ne, ist eher so ein bisschen so panzerlike. Ich glaube, dein Favorit ist der Phoenix, oder? Ja. Ja? Ja, also ich denke auch. Also wir wollten euch ehrlich sagen, okay, was unsere persönliche Meinung ist. Natürlich auch die Kollegen mal fahren lassen. Ja. Was sagst du? Also mein persönlicher Favorit ist der Phoenix, aber ich glaube, das liegt auch an meiner Größe, an meinem Gewicht und auch, dass ich weiblich bin. Also ich bin nicht so, ich brauche keinen Racing-Panzer, der mich hier durch die Berge treibt, sondern mir reicht der Phoenix vollkommen aus. Der kann das ja auch nur, ne? Ich wäre jetzt nicht so der extreme Offroad-Fahrer, deswegen finde ich den Phoenix einfach schöner. Ich finde den Phoenix auch etwas, ja nicht weiblicher, aber er sieht einfach noch ein bisschen, ja, er ist einfach schmaler und kompakter, er passt einfach besser. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist die, wenn man einen Scooter sucht, womit man ganzjährig fahren möchte, ne? Ich sag mal, sehr viel Straße fahren möchte, sehr bequem fahren möchte, ist für mich der Phoenix absolut die Nummer 1. 100% ist, ne, wenn ich auch mal eine Tour machen möchte, wenn ich auch einfach das Gerät mit ins Büro nehmen möchte, ne? Laden möchte, macht ihr ja auch. Ne? Hier oder einfach mal einkaufen oder, ne, Bus und Bahn kann man das auch noch super mitnehmen, weil es halt einklappbar ist. Es ist nicht so schwer. Also es ist so ein guter Allrounder, würde ich mal behaupten. Genau, also ich glaube auch. Ne? Wenn du natürlich, ich sag mal, ein bisschen mehr, noch mehr durch Wald und Wiese fahren willst, mit dem Gerät kannst du das natürlich, das ist also natürlich ein großer Unterschied gegenüber den so anderen Scootern am Markt, dass du halt eben sehr viel da auch Offroad cruisen kannst. Ja, genau. Klar, beide haben eine herausnehmbare Batterie. Richtig, das ist auf jeden Fall bei beiden ein absoluter Jackpot, ne? Das erleichtert einiges. 19 Ampere hier beim Phoenix und hier 25, ne? Beim 2.0, genau. Genau, beim Elite X 2.0. Wir zeigen euch auch mal die Details hier vom Lenkeraufbau, da könnt ihr auch noch mal schauen. Elite X 2.0 finde ich halt gut, weil das ist so ein, ja, fast schon wie so ein wie so ein Autoersatz meiner Meinung nach. Ne? Ja, das also, ist halt, ne? Das ist fast schon Moped-Größe, man kann damit eigentlich echt super viel machen. Also, wenn man das Persönlich, also meine ganz persönliche Meinung, jetzt ohne IOHOG-Augen, ich finde einfach, der Elite X ist so ein bisschen wie so ein Panzer. Ne? Genau. Das ist einfach so, ne? Ja. Wie so ein Panzer. Wie so ein SUV, ne? Ja. Und der andere ist eher wie so ein, ja, wie so ein schnittiges, ich würde es nicht sagen, du kannst nicht sagen Golf oder so, aber ist halt wie so ein schnittigeres Fahrzeug, wo du von A nach B kommen kannst. Ich finde, meine Vor- und Nachteile, was würdest du sagen, also bei jedem Gerät? Also Vorteile beim Phoenix auf jeden Fall der Akku, einfach weil der noch mal cooler ist, finde ich, als beim Elite X, weil der halt elektronisch sperrbar ist. Auf jeden Fall das Gewicht. Und die Federung. Also ich finde, die Federung beim Phoenix ist nochmal richtig, richtig krass. Ja, ich auch. Und der hat halt diesen krassen Vorteil, dass der halt so viel leichter ist als der Elite X, aber trotzdem eine gute Power hat durch die 2x500 Watt Motoren. Bei Elite X 2.0 natürlich die E-Brake, ne? Die ist Hammer. Gerade jetzt in 2.0-Version ist die ja nochmal optimiert bzw. nochmal besser gemacht. Klar, beim Elite X hast du nochmal noch mehr Power, logischerweise, ne? Weil du ja diese 2x1000 Watt Motoren hast. Also besser geht's ja offensichtlich nicht. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Und ich finde das Display beim 2.0 schöner als beim Phoenix, weil ich die Aufteilung mag vom Design. Ich finde, also meine Top ist definitiv, die Federung ist vom Phoenix, finde ich, besser. Ja. Ne? Meine ehrliche, persönlichere Meinung. Ja. Ich finde die Batterielösung besser.
Ja, ja, elektronisch verriegelt finde ich super. Ne? Ich auch, das sieht doch einfach schick aus. Also es ist einfach cool. Und ich liebe halt den DC-Converter. Das haben aber die User wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich den wirklich total, stimmt, dass ich den jetzt wirklich total liebe. Das ist auch ein großer Bonus, ja. Was wirklich ein Riesenvorteil halt ist. Ne? Klar, hier mal ein bisschen einen Tacken mehr Reichweite. Ne? Richtig. Aber dadurch, dass wir hier zweimal 1000 Watt Motoren haben, gleicht sich das eigentlich auch ein bisschen aus. Ne? Weil klar, mehr Motorpower, ein bisschen mehr Leistung, die das Fahrzeug halt eben braucht. Ja. Klar, vom Display gebe ich dir recht. Ich bin auch der Meinung, also das Display ist einfach tausendmal hübscher. Ja, super geworden. Auch, ne, von der Form her, als, und der Optik und so. Die V-Set-Variante hier. Naja, wir haben zwei reizende Kollegen dabei. Ne? Ja. Ihr beiden können ja mal, wir dürfen jetzt mal fahren, aufsteigen. Und dann zeigen wir euch einfach mal ganz, ja, one take, einfach durchgefilmt, zwei Sachen. Ne? Ja. Das ist einmal der Dominik Farke, unser, ne, B2B-Mensch. Und der Aller, der euch in meinem Showroom begrüßt. Ja, steigt einfach mal aus, jeder ein, ja, ein Gerätchen. Ein Gerätchen. Genau. Wenn ihr wollt, also wollen wir direkt Duell fahren, oder? Ja. 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 Was ist euer Favorit? Phoenix. Phoenix? Ja. Deiner? Elite 2.0. Für mich ist, ja, ich denke, weißt du, wenn du zu Hause bist und wenn du den jetzt in der Garage, ist das halt eben perfekt, ne? Aber ja, ich glaube, der ist halt, ne, nochmal, ja, kompletter Blickfang halt, ne? Ja, allein die Farbe. Ich bin ja ein Riesenfan von diesem Gold. Ich liebe diese Farbe. Ja, das guck mal, du so siehst ja auch in der Sonne und so, das sieht ja, das halt glitzert schon richtig fast, krass, also, aus, ne? Das ist halt sehr, sehr, sehr nice. Ehrlich gesagt ist Gold auch mein Favorit. Seid ihr bereit? Ja. Ja? Ist das direkt an? Habt ihr direkt Power oder ist das, müsst ihr kicken? Müsst ihr kicken. Ich hab Kick, glaube ich. Ja? Ja, ihr müsst Kick einmal ausstellen, oder? Wollt ihr kicken? Okay, einmal kurzer Test. Habt ihr beide Dualmotor an? Ja. Ja, ungefähr gleich Gewicht. Ja, du wiegst ja ein paar Kilo mehr, aber ist okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Warte, ich gehe erst zurück. Ja. Bei drei, okay? Auf die Plätze. Fertig. Und los. Oh. Phoenix schneller. Ja, in der Anfahrt auf jeden Fall. Ja, okay, er hat aber auch, du musst auch zugeben, er hat relativ, mach nochmal, stopp. Machen wir nochmal. Er hat natürlich auch schlau reagiert, ne? Du warst bei, wo warst du nochmal? DTM, ne? Am Wochenende, ne? Ja, das bist jetzt, ja, ja, ne? Jetzt ist er, Luisa. Mit allen Tricks geschmiert. Er weiß Bescheid, wie man anfährt, ne? Okay, machen wir nochmal, ja? Ja. Nur damit die Kunden einfach mal ein Feeling bekommen. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, jetzt, er zieht am Anfang mehr. Der Phoenix, ne, hat einfach am Anfang eine mehr Power, glaube ich, aber auf der Langstrecke wird er den abziehen, 100%. Wenn der Elitic 2.0 einmal in Fahrt kommt, dann 100% wird sich das ausgleichen, dann ist er weiter vorne. Er ist wirklich brutal. Ja, man muss, ne, ja, wirklich brutal, also ja, ich würde sagen, ja, ich glaube, jeder Scooter in Deutschland keine Chance, oder? Nee. Von der Art. Richtig krass, ne? Also ich habe jetzt, wir haben jetzt die ersten Berichte, ich weiß, du am Wochenende geschaut hattest. Mhm. Ja, die haben, viele Kunden stellen die Motorpower auch runter, ne? Weil das wirklich einfach zu doll ist, ja, zu stark. Man hat es, ne, ja gerade gesehen, der ist ja mit voller Wucht nach vorne. Ja, du kannst locker, also so ein Wheelie oder so, wie das heißt, ne? Mhm. Kannst du halt locker machen, ne? Ja. Ja, fahren wir mal hinten. Und dann zeigen wir den Kunden noch so ein paar Fahrzehen vielleicht. Ja, wir lassen die beiden jetzt einmal ein bisschen fahren. Ist halt auch ganz schön. Dann könnt ihr das Fahrzeug mal sehen, wenn das Fahrzeug fährt. Richtig, genau. Hier ist auch eigentlich super Landschaft. Ja. Ah, da kommen sie schon. Toll. Ja, sieht schon richtig cool aus. Na komm, wir lassen die beiden mal durch die Pfütze brettern. Ja, das wäre Hammer. Boah, das möchte ich sehen. Ich frag die jetzt mal.